Irgendwas zum Ballern. Dann haben wir auch noch Platz. Gut. Dann gehen wir mal drauf. Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind mal wieder bei einer Runde Lego Jurassic World und sind immer noch beim Bosskampf. Danke. Danke, aber nein, danke oder wie? Das heißt, da vorne links seht ihr schon, oder oben links, den netten weißen Dino, den wir, fertig machen müssen. Oben in der Mitte seht ihr auch noch seine ganzen Herzen. Das heißt, wir haben nichts gezogen. Okay, da kann der Junge rein. Hier können wir wahrscheinlich der Speicher, ne? Das machen wir mal auch. Vorsichtshalber. Nicht, dass wir da irgendwie Spielabbruch oder sowas haben und das Ganze nochmal in Frage gehen dürfen. Da hätte ich gerade nicht so viel Lust drauf. Wenn wir echt ordentlich gekommen sind. So, dann können wir ganz gemütlich meine ich natürlich. Gerade das Geld einsammeln. Denn uns hätte es ja keiner. Haben wir dann alles soweit eingesammelt? Hier ist da vorne ist ein Haufen. Kann man da nichts machen? Scheint nicht. Oder zumindest mit dem Charakter nichts. Aber dann ist mir das auch egal. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir durch diese kleine Klappe da kommen. Mal gucken, wo wir dann landen. Schauen wir erstmal eine Etage höher, oder? Ja, eine Etage höher. Ich bin auch mal gespannt, wie wir gleich dem Dino die Leben ziehen sollen. Der Hand will ich ja nicht drauf umkloppen. Mal gucken. Achso, mit der Kamera. Ich glaube, dass man mit der Kamera ein ganzes Leben entzieht. Das ist schon ein bisschen schräg. Aber naja, wir sind ja auch bei den Lego-Spielen. Da kann doch schon mal ein bisschen schräger sein. Und zack. Hier ist ein richtiges Model. Boah, das hat sich aber gelohnt. Bauen wir uns jetzt erstmal was Schönes raus. Was soll das werden? Was ist das? Wir brauchen noch mehr Teile, um es fertigzustellen. Das können wir daran riechen und dann... Hier ist halt dieser... Diese Duftwolke. Ah ne, ist der Haufen. Ja, okay. Können wir den ja doch noch kaputt machen. Ja, feiner Dino. So, und jetzt sollen wir da irgendwen raufwerfen. Wahrscheinlich den kleinen Jungen, ne? Und nochmal Foto machen. Okay, hat aber keine Leben gezogen, wie ich mir schon gedacht habe. Irgendwas zum Ballern. Dann haben wir auch noch Platz. Gut. Dann gehen wir mal drauf. Oh oh. Achso, dann muss ich da hochspringen. Ah, okay. Das ist ganz cool gemacht. Das machen wir sehr schnell. Oh oh. Da kann ich jetzt noch nichts machen. Da muss ich definitiv mit ihm machen. Oh, schnell wechseln. Bitte.
Komm nochmal reinballern. Na komm, wen kann ich denn? Den kann ich wieder an. Ja, anvisieren ist es ja nicht, sondern den kann ich wieder steuern. Und da hoch. Also einmal müssen wir es, glaube ich, nochmal machen. Aber da müssten wir ihn eigentlich haben. Na, na, willst du mich angreifen? Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Komm. Stampf doch mal. Uha. Nein, 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 nein. Der Mifi-Gang, so ein alter Schwede. Crap. Jetzt ist das Ding auseinandergeflogen. Okay, jetzt ist es in Ordnung. Nein! Ich hab gewechselt, wie ich das wollte. Oh, ist da gerade so gereicht. Komm, 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 komm. Ja. Nice. Und jetzt noch ranspringen, dann müssen wir es eigentlich haben. Na, also. Oh oh. Na, wer bekommt das Stöckchen? Warten wir abspeichern. Das werden wir. Nein, ich würde speichern. Hoffentlich geht das noch. Ja, es geht noch. Glück gehabt. Ich bin gerade schon, wir hätten den Speicherpunkt zerstört, bevor wir überhaupt abspeichern konnten. Das wäre ja schon ein bisschen mies gewesen. Da hinten sieht man die beiden noch fighten. Im Hintergrund. Ich will diesen dürsigen Balken nicht voll kriegen, weil ich glaube, wenn wir nochmal in den Kampf gehen, ich glaube eigentlich sehr sicher, dass wir nochmal den T-Rex spielen dürfen, um dann das andere Tier zu besiegen. Ich glaube, dass es danach wirklich dann vorbei ist mit dem Level, wie auch mit dem Film komplett. Mich schon wundern, wenn wir da noch irgendwas hingepackt haben. So, aber erstmal hier alles einsammeln. Perfekt. Hier auch noch ein bisschen was. Komm schon. So. Den Misthaufen dürfen wir nicht zerlegen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am ruckeln. Ich hoffe, dass ich mir hinterher nicht in der Aufnahme. Das wäre kontraproduktiv. Ich sehe das leider immer erst hinterher beim Schneiden, ob das jetzt ein Ruckler wirklich war, den ihr auch seht, oder ob ich das irgendeinen Grund eine Frame-Anbrüche hatte, die der Aufnahme gar nicht wehtun. Hatte ich auch schon öfter. Ich freue mich immer, wenn ich dann sehe beim Schneiden, hey, das hat sich ja jetzt auf das Material gar nicht ausgeübt. Ich komme gerade mal wieder nicht auf das Wort. Das kann nicht wahr sein. Das ist aber echt so Hänger. Das kann nicht wahr sein. Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Nicht aus. Egal. Nicht auswirkt. So rum. Mein Gott. Nie so schwer. Oh, wir können auch einen Dino bauen. Nett. Sollten wir das jetzt schon finden? Ich glaube, das sollten wir jetzt schon finden. Ich gehe gerade rechts und müssen was zerstören. Bevor wir dann wieder zu den Dinos gehen. Hier dürfen wir nicht zerstören. Weil die beiden Enkel sind bestimmt, ne? Boah. Na also. Das geht doch ganz gut. Hier noch irgendwo was? Nee. Nee, gut. Alles in Ordnung soweit. Das hier können wir gerade reparieren. Na komm schon. Ah, wieder eine Knochenkiste.
und einige an Knete. Jetzt sind wir schon beim vorletzten Balken, nee, vorletzte Münze sozusagen. Also wir sollten es bald geschafft haben. Mit dem Geld einsammeln. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für heute. In der nächsten Folge werden wir sehr sicher gegen den Dino kämpfen. Und dann damit das auch komplett abschließen. Glaube ich jetzt zumindest mal. Wenn euch das Ganze bis dato gefallen hat, gerne Daumen nach oben vergeben. Freue mich immer sehr darüber. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann noch rein. Ciao.